für unser Videotagebuch. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.30 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Aktueller Kurs 15.562. Das heißt, wir sind bei 15.600 die erste Big Number oder 15.500, die kennen wir mittlerweile. Der Daily Pivot liegt bei 15.576. Gestern war ja Feiertag in Amerika. Wir blicken einmal auf die Blue Boxen in die Vergangenheit. Was war gestern los? Hier abends sehr viel kleine und am frühen Mittag auch hier schöne Boxen gewesen. Das waren die Trades, die wir gestern angesetzt haben. Heute Morgen auf eine Minute keine aktuelle Blue Box. Links kennt ihr die Vola-Boxen, das sind die grünen Boxen. Auch hier blicken wir einmal in die Vergangenheit. Wie war gestern die Kursentwicklung zu 9 Uhr? Direkt oben raus für die Hedge-Auflöser und dann erst gegen Abend. Und dann sicherlich jetzt die Frage, wo kommt der Markt rein? Genau bei 15.562. 15.562. Da. Und ich zeichne das dann hier mal ein. Also auf diesem Niveau circa. Das ist der Forecast. Der Vorlauf kann sich immer noch ein bisschen verändern. Also ohne Gewehr. Das wäre dann da, wo die Vola-Box reinkommt. Wir blicken einmal auf die morgendliche Range aktuell. Von hier bis dort. 20 Punkte ist alles normal. Das heißt, gucken wir uns auf eine, freuen wir uns auf eine gute Markteröffnung. Und wie jeden Morgen blicken wir auch einmal auf den Gesamtmarkt, fangen ganz oben an bei den DAX, neues All-Time High. Wir nehmen heute das Template Zickzack-Linie nochmal, gehen auf den Daily Chart, da sind wir long, 4 Stunden long, Stunde long. 30 Minuten Long, 15 sind wir Short, 5 Minuten Short, 1 Minute Short. Also in den kurzen Zeitebenen, ja, 15 Minuten alles Short, ab 30 Minuten dann sind wir in den Zeitebenen Long. Nächster Markt ist Gold in meiner Agenda und da fangen wir wieder an. Daily Basis Long. Auf 4 Stunden sehen wir sehr schön, auch hier sind wir oberhalb des gleitenden Durchschnitts, auch Long. Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten, ja, unentschieden und Minute sind wir Long. Also da tendiert der Markt leicht zurück auf Daily Basis in Öl. Klar Long und wir haben hier die Spitze gestern einmal Hallo gesagt, sind aber wieder zurückgekommen. 4 Stunden sind wir auch Long, Stunde sind wir Long. 30 Minuten sind wir Short, 15 Short, 5 Minuten Short und wir sehen also ab 30 Minuten dreht der Markt hier schon. Technologiebörse, Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short und hier sehen wir ab den Stundenchart schon sind wir unterhalb des gleitenden Durchschnitts, also da ist das etwas höher schon. Auf den höheren Zeitebenen fängt der Markt an zu drehen leicht. S&P, Daily Basis, Long. Wir haben dort im S&P 500 größten Werten in Amerika. Da sind wir Long. 4 Stunden sind wir auch Long. Und auch hier ab den Stundenchart 30 Minuten, Stunde, 15, 5, alles Short. Das würde, wenn wir dem Forecast trauen sollten, eher heute für schwächere Kurse tendieren, generell am Markt. Dow Jones als letzten von den Indizes, da sehr schön zu sehen, diese Long-Bewegung, ja wie gemalt. 4 Stunden auch Long und auf Stundenbasis, ähnlich wie die anderen Indizes, Short, Short, Short. Also auch dort ab den Stundenchart dreht der Markt schon. Und dann gehen wir zu den Bitcoin. 36.000 Daily Basis Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. 5 Minuten Long. Also genau andersrum wie
die Indizes Ethereum Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also hier ist schon ab den 4 Stunden Chart bei Ethereum sind wir wieder im Long-Modus. Wir haben zwar eher noch diese rote Linie, die das Abwärtstendenz zeigt. Also Daily, 4 Stunden, Stunde, 30, 15, 5 ist alles Long. Also Ethereum zeigt komplett einmal Richtung Norden. Das ist die Vorbereitung. Und das bedeutet, wir warten auf unsere Box 8.36 Uhr. Die Falle ist platziert. Ja, wir sind flexibel, was das betrifft. Wenn der Markt Richtung 15.500 läuft, würden wir die Box hier oben rechts verschieben nach unten. Ansonsten wartet die Vola-Box die Falle bei 15.562. Und wenn ich das so sagen darf, wenn die Tendenz, die wir jetzt eben in den Charts gesehen haben, könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht die 15.5 heute nochmal antesten. Und dann würde die Vola-Box eventuell die erste Box sein, die wir heute traden. Das ist also auf diesem Bereich 15.562. Warten wir ab. 8.36 Uhr. So, genau. Und wir bereiten uns auf die Vola-Box vor. Schon mal Forecast 15.562. 9 Sekunden und ich mache sie schon scharf, damit wir auch dort reinkommen. Und punktgenau sehen wir ein Tickchen tiefer sogar. Und die Zeit haben wir, um da noch einzustellen. 15.562. Das ist die erste Box für unser Videotagebuch. 15.562 Long und 15.547 Short. Und wir sind Long ausgeführt im ersten Trade. Wir sind nach wie vor unter dem Daily Pivot. Schauen wir mal, wohin der Kurs läuft. Jetzt haben wir einen Cocktail, Frozen Margarita. Jetzt steht der Kurs, bei mir zumindest. Und das war relativ schnell hier. Hat gewartet und uns direkt rausgeholt. So soll es sein. Das war der Eröffnungstrade, meine Damen und Herren. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und wünsche allen noch gute Trades. Bis morgen.